Da brennt ja ein hübsches Feuer. Können wir ja hier die Teekanne einmal rüberstellen. An den Haken hängen. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Mm-mm. Wollte nur sicher gehen. Was? Lilly hängte den Kessel vorsichtig an den Haken und achtete dabei pingelig darauf, nicht das Feuer zu berühren. Okay. Lillys Spezialtee war fertig. Sie nannte ihn pure Wahrheit, eine Räubusch-Tollkirschen-Mischung. Ach, aber... Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Natürlich nicht. Natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Irgendetwas Seltsames geschah hier. Das ist Harvey auch mit dem Spiel. Okay, wir haben gekochten Tee. Teekanne mit Weihnachtstee. Eine Tasse. So, zweiter Versuch. Weihnachtstee. Weihnachtstee klappt in die zweite. Lass es nicht nochmal fallen. Na endlich! Wurde ja auch Zeit! Na super. Dummes Ki. Okay. Was zum. Ist Ihnen nicht gut? Sie sind ja geradezu hysterisch. Was ist diese Stickerei? Sie erinnert mich an meine Zeit. Der Wahrheitstee wirkt. Wollte unbedingt ein Einhorn als Haustier. Ein Einhorn. Ist das zu fassen? Aber geschenkt haben sie mir. Eine Tarantel. Dann haben sie diese Stickerei erstellt. Zotti starb während meines Versuchs, ihr mit einer Nagelpistole ein Horn in die Stirn zu tackern. Ich war ein Ach, so du Schreck. Dummes. Ich hasse Kinder. Interessant. Verstehe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Dies war Lillys Chance. Und sonst kommt. Schnell weg hier. Zum Treppenhaus. Warum sollte Lilly nach Geheimtüren suchen? Immerhin kannte sie bereits zwei andere Wege in Garretts Geheimraum. Ja, Geheimtüren? Gleich nochmal rumstehen? Wir sollen verhindern, dass das Kind versucht, vor der Therapie zu flüchten. Wenn möglich mit Gewalt. Hast du deine Taserpistole noch? Na klar. Andererseits okay. Hatte Garrett bisher selten daneben gelegen. Lilly würde es auf seine Weise probieren. Andererseits haben wir hier eine Halterung und eine sehr verdächtig aussehende Musterung in der Wand. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Eine Fackel. Kamin. Ach je. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch... Doch, das will ich. Irgendetwas Seltsames geschah zündeln. Hier. Ich will zündeln. Harvey, warum du nicht? Eine Mensch, brennende Harvey. Fackel hätte hier sicher mehr Licht ins Dunkel bringen können. Leider war die Fackel aus. Lilly war trotzdem stolz, so viel über die Funktionsweise von Fackeln zu wissen. Aha, okay, aber wie können wir die Fackel zum Brennen bringen? Harvey, der sonst zu zerstörerische. Was ist mit ihm passiert? Ach Mensch. Ja, Harvey. Ist verboten. Irgendetwas Seltsames geschah hier. Tja.
Verbote. Feuer machen. Tja, das wird wohl so schnell nix. Können wir nochmal mit Gerrit reden? Hinter dem Gemälde. Gut gemacht, Lilly. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Die Oberin ist offenbar vollkommen gaga. Ich hatte schon so etwas vermutet. Ach was. Hey, komm zu mir in den Geheimraum. Es gibt eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro, direkt neben dem Außenkamin. Ach was. Ach, verdammt. Du kannst natürlich kein Licht machen, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment. Ach was. Lass mich nachdenken. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Ach was. Sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant. Aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt, die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln. Ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssen dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Dämonen? Im Zweikampf besiegen? Noch nicht. Benutz einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert, und vernichte ihn. Das klingt nach einem Plan. Mich selbst hypnotisieren. Habe ich gewonnen. Ich nehme die mal mit. Oder benutze sie gleich hier. Du sollst nicht mit Feuer spielen, Boogie. 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 Und jetzt alle. Boogie. Was? Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberin argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. Okay, Auge der Oberin. Diesen Staring Contest würde Lilly verlieren. Okay, wir haben nichts am Inventar. Wir haben eine Kordel. Oh. Ah, ich taub. Sehr gut. Mein Auge brennt. Wer war das? Ich nicht. Jetzt können wir uns die Keule nehmen. Sieht es ja nicht. Wir haben eine Keule im Inventar. Ich komme mit der Keule. Das Auge war nicht nah genug, um mit einer Keule die Netzhaut in Stücke zu schlagen. Nicht, dass unsere Lilly solche Gedanken hegte. Nein. Das würde sie doch nie. Aha. Mein Auge! Aufhören! Nochmal. Ich taub! Mein Auge brennt! Wer war das? Ich nicht. Ja gut, können wir hier noch was anderes machen, außer ihrem Auge wie zu tun in den Rundgang. Lilly hätte sich gerne etwas umgesehen, aber sie wollte nicht riskieren, von dem riesigen Auge der Oberin gesehen zu werden. Ach, stimmt ja, da wo Licht ist, werden wir gesehen. Müssen wir den Vorhang irgendwie zuziehen. Mhm. Okay. Vielleicht hier mal ein bisschen Staub ausschlagen. Na sicher. Die Oberen quälen. Wenn ich denjenigen erwische, der hier mit Dreck um sich wirft, der wird sein blaues Wunder erleben. Okay. Tränendes Auge zusammen. Sehr gut. War vorerst unbeobachtet. Schnell raus hier. In den Rundgang. Was? Das ist noch ein Auge. Rippen. Lilly hatte eigentlich genug Rippen. Man konnte sie gut zählen. Aber die Oberin hatte es verboten, weil es ihr den Appetit verdarb.
Aha. Okay. Harvey Schneemann. Die Feuerstelle ist geschlossen. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Du bist doch ein artiges Kind, oder? Aha. Na, siehst du. Es gibt keinen Grund für brave Mädchen wie dich mit brennenden Gegenständen zu hantieren. Keinen einzigen. Verstanden? Lilly war nicht überzeugt. Garrett hatte gesagt, sie solle das Feuer benutzen, um Licht zu machen. Das schien ihr schon ein triftiger Grund zu sein. Aber wie sollte sie den Dämonen nur davon überzeugen? Tja, die Keule haben wir nicht mehr mit. Zur Oberen habe ich Schneemann. Ich bleibe dabei. Es gibt keinen Grund für brave Mädchen wie dich mit brennenden Gegenständen zu hantieren. Aber doch! Tja, zurück zur Oberen. Kontaktlinse. Nach der Aktion mit dem Vorhang hatte die Oberin offenbar ihre Kontaktlinse herausgenommen. Seltsam. In der realen Welt trug die Oberin eine Brille. Aber in der realen Welt war die Oberin auch keine 20 Meter groß. Also ging das wohl klar. Aber die Kontaktlinse ist ziemlich klein für dieses große Auge. Ziemlich klein. Ist das Dr. Marcells Auge? Diesen Staring Contest würde Lilly verlieren. Das sieht doch eher nach Dr. Marcell aus, das hier. Kontaktlinse. Oh, Zylinder. Natürlich. Wenn du ständig mit einer Glatze in der Kälte rumstehen müsstest, könntest du das verstehen. Vielleicht können wir irgendwie... Lilly brauchte keine Sehhilfe, um zu erkennen. Dies war wohl kaum der geeignete Platz für einen Schneemann. Können wir das irgendwo anbringen? Oh, bei den Rippen vielleicht. Ja, sehr gut. Was ist das? Feuer. Was riecht denn hier so gut? Ich glaube, du brennst. Das riecht nach Karotte. Wo geht der Zeit? Das ist... Das ist... Feuer. Ich brenne. Nimm den Hut ab. Nimm ihn ab. Den Hut soll ich dir abnehmen. Na, gerne doch. Den brennenden zurück. Ich wusste nicht so recht. Eigentlich war es ihr verboten, mit Feuer zu spielen. Tu doch was, Lilly. Nimm mir den Hut ab. Nimm ihn ab. Danke, Lilly. Du hast mich gerettet. Nun siehst du mal, was Feuer alles anrichten kann. Am besten man lässt die Finger davon. Lilly war ein wenig zerknirscht. Der Schneemann schien gar nichts gelernt zu haben. Danke, Lilly. Tja. Du hast mich gerettet. Aber ich bleibe dabei. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Sie haben einen brennenden Zylinder. Vielleicht. Hey, fuchtel damit nicht so rum. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Du solltest das so schnell wie möglich loswerden. Okay, ihm können wir es nicht aufsetzen. Vielleicht. In diesem Auge loderte schon genug Feuer. Vielleicht sollte der Riesendoktor ein anderes Shampoo benutzen. Tja, Feuerholz. Wäre doch eine Idee. Was soll das denn jetzt werden? Hey, lass das, hey. Schmelze. Schmelze, Schneemann, Schmelze. Tja. Lilly hatte das Feuer entsorgt, genau wie der Schneemann es ihr aufgetragen hatte. Hoffentlich hatte er jetzt eingesehen, dass es durchaus Situationen gab, in denen man mit Feuer spielen durfte. Ich bin... Oh, da haben wir einen brennenden Harvey freigeschaltet. Brennender Harvey. Mit Feuer spielen. Gratulation! Lilly hat einen Tutorial-Polizist. Sie ist nun in der Lage, das Verbot mit Feuerspielen zu umgehen. Sind wir immer noch im Tutorial oder was? Das kann ja nicht. Ich dachte, das haben wir am Anfang beendet. So, Lilly ist jetzt in der Lage dazu, mit Feuer zu spielen. Feuer machen. Yay! Feuer machen ist erlaubt.
So, jetzt kann ich Feuer machen. Zack. Großartig. Und Fackel in Halterung. Mit Hilfe der Fackel konnte Lilly endlich die geheimnisvolle Halterung inspizieren. Was für eine Überraschung! Es war eine Fackelhalterung. Von dem versprochenen Geheimgang fehlte jedoch nach wie vor jede Spur.